Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Sims 2. Ich möchte gerade noch hier im Badezimmer Beleuchtung einbauen. Und dann geht's mit dem Kinderzimmer weiter. Ich mache gerade einen kleinen Spiegel übers Waschbecken. Also viel mehr braucht ein Baby ja erstmal nicht. Aber ich werde es schon so einrichten für Kleinkinder. Weil es ja nicht lange dauert, bis so ein Baby bei den Sims groß wird. Sogar hier so eine Schildkröte als Spielzeug. Total goldig. Und so ein Mobile. Das ist nur irgendwie... Es hängt immer so ein bisschen ins Bett rein. Ich weiß jetzt nur noch nicht, ob ich bei dem Grün bleibe oder doch eine andere Farbe nehme. Das Gelb mit der Giraffe drauf. Das ist eigentlich auch süß. Dazu gibt es übrigens auch Bilder. Habe ich wie immer alles runtergeladen und es war allerdings nicht eine der Adressen, die ich in meinem Kanal stehen habe, sondern das müsste eine Internetadresse namens Sims-Gedöns oder so gewesen sein. Dort habe ich das runtergeladen. So. Fenster. Hier können wir eigentlich wieder große Fenster einbauen. Auch schön viel Licht. Und natürlich jetzt noch Boden und Wand. Ich denke, im Kinderzimmer finde ich Teppichboden ganz gut. Das ist natürlich sehr bunt. Schauen wir mal, was wir so an Tapete haben. Orange ist sehr gewagt, aber irgendwie erstmal was zur Abwechslung ganz Lustiges mit Punkten.
Warum nicht? Dafür ist auch ein Kinderzimmer, das darf ruhig immer ein bisschen lustig aussehen. Und dann, wie immer, fehlt noch Licht, das fällt mir immer so als letztes ein. Vielleicht noch einen kleinen Sessel, dann kann man sich auch ins Zimmer setzen, dem Kind beim Spielen zuschauen oder so etwas. Jetzt so ein Teddybär-Sessel. So, und wenn ich jetzt nichts vergessen habe, wäre es dann das auch fürs Kinderzimmer. So, und der Philipp darf jetzt die kleine Emily wieder mal in den Arm nehmen, bitte. Das arme Kind nicht so auf dem Boden rumliegt. Irgendwie hält er das Kind nicht sehr lange im Arm. Er muss dauernd irgendwas anderes machen. Jetzt schaut er sich an, wie es schneit. Ups. und schneit es gerade ins Kinderzimmer und ins Badezimmer, weil ich vergessen habe, da ein Dach drauf zu setzen. Das war jetzt nicht so geplant. Ja. Und ich habe natürlich auch die Außenfassade wieder vergessen. Also, damit es uns nicht mehr ins Haus rein schneit, erstmal ein Dach. Nicht zu fassen, dass ich das schon wieder vergessen habe. So. Haben wir aber alles. Und zum Glück ist der Schnee auch ganz schnell wieder geschmolzen. So, dann darf jetzt die Oma mal sich um das Kind kümmern. Dafür ist sie auch da. Und Sophie schläft zurzeit. Es ist nämlich mitten in der Nacht gewesen, als Sophie das Kind gekriegt hat. Aha. Wie das war. Irgendwie gewundert, Bo. Du Lübbene. Und ich muss gerade mal schauen, dass der, wir haben jetzt 4:30 Uhr morgens, aber er hat frei, es ist Wochenende, das heißt, er kann ruhig noch ein bisschen aufbleiben. So, dann geht die Oma mal mit der kleinen Emily hier ins Kinderzimmer. Auch nochmal vielen Dank für eure Namensvorschläge. Na, Tanja, Colin und May. Und ich fand Emily sehr schön. Es gab noch ein paar andere Namen, die auch wirklich alle hübsch waren. Ganz besonders noch zwei andere, die ich aber nicht nehmen konnte, weil ich schon zwei Sims so genannt hatte. Oder heißt konnte, aber nicht wollte, weil dann halt ich keine Verwechslung herbeiführen wollte. Wenn ich jetzt zum Beispiel Emma genommen hätte und ich habe schon eine Emma in der Nachbarschaft, dann wäre das ein bisschen verwirrend geworden. So, jetzt hat sie der kleinen Emily eben die Windeln gewechselt und kann sie sie eigentlich mal ins Kinderbett legen. Dann darf sie auch unsere
unser schönes neues Bad ausprobieren und mal duschen gehen. Ich hoffe, dass es noch ein bisschen so weiter schneit wie jetzt. Dann könnte ich mit den Sims so ein paar Sachen im Schnee machen. Schneeball schlachten, Schneemann bauen. Wie ich schon in den letzten Videos gesagt hatte. Die Oma erschreckt mich hier. So. Kann aber Philipp noch ein paar Stunden Schlaf gebrauchen. Und die Oma darf sich entspannen, das macht sie ja schon gleich von selbst. Emily schläft. Jetzt ist alles ganz friedlich. Sophies Fahrgemeinschaft fährt in einer Stunde. Die Oma hat sich entschieden, ein Bildchen zu malen. Von mir aus gerne. Okay, dann gucken wir mal, wie es um die Sophie steht. Mal duschen gehen. Sie hat natürlich jetzt eigentlich 4 Urlaubstage, weil sie das Kind bekommen hat, aber da sie die Hauptverdienerin hier im Haushalt ist, möchte ich sie eigentlich lieber arbeiten schicken, besonders weil ich jetzt so viel angebaut habe und also das Bad und das Kinderzimmer. Und daher das Geld eigentlich vonnöten ist. Dafür habe ich ja auch dann die Oma eingestellt, dass sie sich stattdessen dann ums Kind kümmern kann. Alternative kann man natürlich auch noch ein Kindermädchen anstellen. Und jetzt hatte die Sophie nicht mal eine Chance noch zu frühstücken. Na gut. Wird die Oma sich jetzt trotzdem mal entspannen lassen? Auch wenn sie da gerade so schön malt. Und noch immer nicht genug Schnee. Ich finde das eine Frechheit. Ihre Wünsche sind auch immer noch, sich zu verlieben. Unter anderem. Wenn ich jedoch versuche, dir irgendwie einen Opa zu besorgen, entweder aus der Nachbarschaft müsste sie irgendjemand kennenlernen oder ich müsste noch einen Opa erstellen. Ich weiß noch nicht. Habe ich noch nicht entschieden. Sie kann ja mal demnächst ins Gemeindezentrum fahren, oder, ja, Gemeindezentrum hieß es, glaube ich. Und vielleicht lernt sie da ja einen alten Knacker kennen. Und dann geht's im nächsten Video weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.